Weltall gibt es einen Planeten, dessen Name niemand aussprechen kann. Deshalb wird der Planet Alubinara genannt. Auf diesem Planet lebte Dieter. Dieters Eltern waren sehr unterschiedlich, denn sein Vater war ein Alien und seine Mutter ein Mensch. Schon in der Schule wurde er geärgert, weil er nur ein Halb-Alien war. Inzwischen ist er erwachsen und wird immer noch als kein vollständiges Alien bezeichnet. Eines Tages fasste er aus Frust und Verzweiflung einen Entschluss. Er wollte den Reaktorkern stehlen, um sich zu rächen und sich vollständig in einen Menschen verwandeln zu können. Dieter wollte wenigstens auf der Erde, der Heimat seiner Mutter, dazugehören. Er hatte Angst, dass man ihn erwischen würde, aber er tat es trotzdem. Nachdem er den Reaktorkern gestohlen hatte, floh er auf die Erde. Am 23. August 2024 bemerkten die Aliens, dass Dieter mit dem Reaktorkern verschwunden war. Vier Aliens schlossen sich zusammen, um Dieter und den Reaktorkern zu finden. Schatz der Aliens. Nein, wir sind auf dem richtigen Weg. Fuff, fuff, fuff. Wenn wir den falschen Weg nehmen, haben wir keinen Tank mehr. Dann muss die ADAH kommen. Aber was, wenn wir den richtigen Weg nehmen? Dann schuldest du mir einen Regenshake. Okay. Und was zeigt der Suchroboter? Warte, ihr habt eine Beep-Bui. Von diesem Planet kommt die Mutter von Dieter oder so. Du hast recht. Freut euch nicht zu früh. Wir wissen nicht, wie dieser Planet ist. Vielleicht warten die Kreaturen schon auf uns. Aber Boss, du bist eh zu stark. Du wirst sie in 2 Sekunden platt machen. Aber nach meinem letzten Kampf bin ich geschwächt. Beide sind da auf Kurs. Ich öffne jetzt das Portal. Los geht's! Oh, ich werde mal gucken, was da ist. Ich find's langweilig. Hallo, ich bin Dieter. Darf ich mal versuchen? Es sieht leicht aus. Klar. Aua! Siehst du? Scheiße, sie sind hier. Nein, sie haben mich gefunden. Jetzt bringen sie mich zurück auf den Planet. Und das will ich nicht. Ich werde für immer eingesperrt. Und nein, was habe ich bloß getan? Wie sollen wir den Reaktorkern hier finden? Verwandeln die doch einfach alle in Bananen. Aber woher wissen wir, dass das funktioniert? Hey, wollt ihr eine Zuckerwatte haben? Hallo? Hallo, ihr müsst mir schon zuhören. Probieren wir es bei dem. Wir wollen doch eh nicht so ein Zuckerwatten-Dings. Ich will aber keine Banane sein. Da ist ja der Reaktorkern. Dieter, gib mir den Reaktorkern. Nein, ich denk nicht mal dran. Mir geht's in der Menschenwelt so gut. Aber Dieter, unser Planet fällt auseinander.
Oh, tut mir leid, das wusste ich gar nicht. Ich gebe euch den dann. Oh, wusste gar nicht, dass es so leicht ist, dich zu überzeugen. Ja gut, dann kann ich dich auch als Mensch hier behalten, wenn du willst. Ups, die Kamera ist in eine Banane verwandelt worden. Auch wenn ihr euch den Rest des Films nicht mehr ansehen könnt, kann ich euch beruhigen. Die Aliens sind mit ihrem Schatz, den Reaktorkern, nach Alubinara zurückgekehrt. Dieter wurde in einen Mensch verwandelt, weil er sich entschieden hat, auf der Erde zu bleiben. Nun lebt er glücklich unter den anderen Menschen, die zurückverwandelt wurden und sich an nichts erinnern können. Und niemand ahnt bis heute, dass er einmal ein Halbalien gewesen ist.